So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal um einen Beweis des Satzes des Pythagoras. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, den zu beweisen. Und zwar habe ich diese Beweismöglichkeit hier in einem Buch entdeckt und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und zwar baut diese auf der analytischen Geometrie auf. Das heißt, wir verwenden praktisch die Werkzeuge, die uns diese zur Verfügung stellt. Der Satz des Pythagoras baut ja auf einem rechtwinkligen Dreieck auf. Das heißt also, hier haben wir die Katheten, Seite A und Seite B. Und hier haben wir die Hypotenuse, die Seite C. Jetzt sagt ja der Satz des Pythagoras aus, a² plus b² gleich c². Das ist Ihnen bestimmt geläufig. Nur in der Mathematik gibt man sich natürlich nicht einfach so gerne mit irgendwelchen Aussagen zufrieden und möchte die natürlich auch beweisen. Und wenn einem der Beweis einer solchen Aussage gelingt und die Aussage zuzüglich eine weitreichende Konsequenz hat, dann wird die auch gerne in der Mathematik als Satz bezeichnet. Und in dem Fall ist natürlich bereits der Satz bewiesen worden, schon von Pythagoras selbst. Und der Satz hat auch weitreichende Konsequenzen. Er beschreibt nämlich hier das Verhalten, dass wir also sagen können, das Quadrat hier über der Seite A plus das Quadrat über der Seite B ist gleich dem Quadrat über der Seite C, also über der Hypotenuse. So, hier haben wir den rechten Winkel. Dem rechten Winkel gegenüber liegt die Hypotenuse. Und jetzt kommt die Idee, das Ganze zu beweisen. Und zwar folgendermaßen. Anstelle der einfachen Seiten haben wir jetzt diese Seiten einfach durch Vektoren ersetzt. Das bedeutet im Klartext, wir haben hier anstatt der normalen Seite A haben wir einen Vektor A. Der zeigt, geht von diesem Punkt hier aus, zeigt hier drauf. Hier haben wir anstelle der Seite B den Vektor B, gelb. Und von diesem Punkt hier ausgehend, also vom Anfangspunkt des Vektor A, haben wir jetzt hier den Vektor C, der jetzt hier an dem Punkt A zeigt, der auch gleichzeitig der Endpunkt des Vektor B ist. Jetzt müssen wir das ganze Bild hier einfach mal auf uns wirken lassen. Sie können sich ja mal selbst Gedanken machen, was Ihnen dieses Bild hier vermittelt. Zum Beispiel mal kurz das Video stoppen und sich mal selbst Gedanken machen. Wir können hier beobachten, dass am Ende des Vektor A der Vektor B beginnt. Und wir können auch betrachten, dass vom Anfangspunkt des Vektor A zum Endpunkt des Vektor B sich der Vektor C bzw. dieser Repräsentant, diese Pfeile sind einfach nur Repräsentanten für die Vektoren. So. Und zwar haben wir hier nichts anderes als eine Vektoraddition. Vektor A plus Vektor B bildet eben den Vektor C. Das können wir also hier schon mal konstatieren. Das heißt also, der Vektor C ist nichts anderes als eine Vektoraddition Vektor A und Vektor B. Das wissen wir von der geometrischen Addition von Vektoren. Jetzt haben wir also das. Als nächstes können wir jetzt Folgendes machen. Als nächstes können wir jetzt hier beide Seiten quadrieren. Das machen wir mal. Jetzt haben wir hier von beiden Seiten das Quadrat gebildet. Und hier muss man allerdings aufpassen, weil wir haben es hier nicht mehr mit einer Äquivalenzumformung zu tun. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, hier steht eigentlich eine Implikation. Das heißt, aus dieser Gleichung hier folgt jetzt einfach nur diese. Aber eine Umkehrung ist nicht möglich. Weil für hier eine Umkehrung, also für von dieser Gleichung hier jetzt zu dieser Gleichung wieder zu kommen, wäre es vonnöten, dass wir hier die Quadratwurzel ziehen. Problem ist allerdings, wir erhalten dann zwei Lösungen, eine positive und eine negative. Also eine zusätzliche Lösung. Aus diesem Grund gilt auch das Ziehen einer Quadratwurzel nicht mehr als Äquivalenzumform. Also wie gesagt, hier haben wir einfach nur aus dieser Gleichung folgt diese. Die Umkehrung ist allerdings nicht möglich, weil es keine Äquivalenzumformung mehr ist.
Von dieser Gleichung her können wir allerdings mit Äquivalenzumformungen weitermachen. Wir haben jetzt also hier stehen, Vektor c zum Quadrat ist gleich Vektor a plus Vektor b zum Quadrat. Lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Einen Vektor zum Quadrat, zum Beispiel hier Vektor c zum Quadrat, ist nichts anderes als das Skalarprodukt mit dem Vektor selbst. Das heißt also, das hier bedeutet nichts anderes, als dass wir Vektor c mal Vektor c rechnen, also das Punktprodukt, das Skalarprodukt anwenden. Und dieses ist wiederum, eben weil der Vektor mit sich selbst wiederum den 0 Grad, einen 0-Grad-Winkel einschließt, ist das eben einfach nur der Betrag des Vektors zum Quadrat wiederum. So, und schauen Sie sich mal diesen Term hier an, den wir hier haben. Der müsste Ihnen geläufig sein, kommt Ihnen bestimmt bekannt vor, Vektor a plus Vektor b zum Quadrat. Beide sind Klammer. Das erinnert uns an die erste binomische Formel. Und das können wir dann wiederum folgendermaßen umsetzen. Indem wir hier einfach den linken Teil beibehalten, dann sagen wir hier einfach Vektor a zum Quadrat plus 2 mal Vektor a mal Vektor b. Hier auch wieder das Skalarprodukt. Das hätte ich vielleicht auch sollen mit einem entsprechenden Punkt deutlich machen sollen. Also hier haben wir auch wieder das Skalarprodukt von Vektor a und Vektor b. Und das Ganze noch zusätzlich mal den Skalar 2, ist in dem Fall ein Skalar 2. Und hier haben wir noch Vektor b zum Quadrat. Wie gesagt, Vektor a zum Quadrat, das ist da nichts anderes als der Betrag dieses Vektor a zum Quadrat. Da haben wir das. Jetzt schauen wir uns mal diese Form hier an. Unser Ziel ist es ja, wir wollen zeigen, dass c², dass also der Vektor c zum Quadrat gleich der Vektor a² plus Vektor b² ist. Also letzten Endes c² ist gleich a² plus b². Das heißt also, hier in der Mitte, dieser Term hier, den müssen wir irgendwie verschwinden lassen. Und da kann uns folgende Beziehung helfen. Und zwar diese hier. Wir wissen bei unserem Skalarprodukt, wenn der Winkel, wenn der Winkel, der kleinste Winkel, der von zwei Vektoren eingeschlossen ist, gleich 90 Grad ist, dann ist der Cosinus von 90 Grad, der ist dann in diesem Fall 0. Das können Sie sich am Einheitskreis zum Beispiel veranschaulichen. Und das Vektorprodukt zum Beispiel hier, Vektor a, nicht das Vektorprodukt, das Skalarprodukt, Vektor a mal Vektor b, ist nichts anderes als der Betrag von Vektor a mal den Betrag von Vektor b mal den Cosinus von phi, also mal den Cosinus des kleinsten eingeschlossenen Winkels. So. Das heißt also, letzten Endes hätten wir dann hier, weil der Cosinus von 90 Grad 0 ist, wird das gesamte Produkt 0. Das heißt also, dieses Skalarprodukt, das verschwindet. Das heißt also, Vektor a mal Vektor b wird 0. Entsprechend haben wir hier auch 0, weil 2 mal 0 ist auch 0. Und entsprechend folgt dann dieses hier. Wir haben dann hier also stehen, Vektor c zum Quadrat ist gleich Vektor a zum Quadrat plus Vektor b zum Quadrat. Und wie gesagt, diese Vektoren zum Quadrat, ein Vektor zum Quadrat ist nichts anderes als das Skalarprodukt mit dem Vektor selbst. Und das ist nichts anderes als der Betrag dieses Vektors zum Quadrat. Da können wir auch diese Schreibweise hier anwenden, indem wir einfach sagen, es gibt verschiedene Schreibweisen für den Betrag eines Vektors. Sie können den Betrag eines Vektors schreiben, indem Sie diesen Vektor in Betragsstriche setzen oder aber auch, indem Sie einfach nur die Buchstaben schreiben, ohne die Pfeile. Das heißt also, das hier bezeichnet einfach den Betrag des Vektors C, hier Betrag des Vektor A, hier Betrag des Vektor b, entsprechend nochmal zum Quadrat. Und dann hätten wir praktisch den Satz des Pythagoras auf die Art und Weise uns hergeleitet bzw. bewiesen, mit Hilfe der analytischen Geometrie. Q
QED schreiben wir hier hin, weil uns eben der Beweis gelungen ist. Bedeutet so viel, was zu zeigen war. Das war es an dieser Stelle schon. Ich bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen, würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.